Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen Gaming-Monitore bis 200 Euro vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Beim Spielen zählt jede Millisekunde und hier kommt dieses Modell ins Spiel. Mit einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und einer ultraschnellen Reaktionszeit von einer Millisekunde ist es perfekt für rasante Spiele geeignet. Die flüssige Darstellung wird durch AMD FreeSync Premium weiter verbessert, was insbesondere bei Verwendung einer kompatiblen AMD-Grafikkarte hilfreich ist. Das Design ist fast rahmenlos an drei Seiten, was dem Spielerlebnis eine zusätzliche Dimension der Immersion verleiht. Das 24-Zoll Display bietet Full HD Auflösung, die für klare und scharfe Bilder sorgt. Ideal für Gamer, die Wert auf schnelle Reaktionszeiten und flüssige Darstellung legen, ist dieser Monitor eine gute Wahl für intensive Gaming-Sessions. Ein kleines Manko könnte sein, dass er standardmäßig keine Höhenverstellung bietet, was bei langen Gaming-Sessions zu einer Herausforderung werden könnte. Insgesamt bietet das Gerät jedoch eine solide Leistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was es zu einer attraktiven Option für Gamer macht, die ein zuverlässiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis suchen. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der Samsung Odyssey G3A ist ein solider Gaming-Monitor, der sich durch eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll und eine Full-HD-Auflösung auszeichnet. Dank der hohen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von nur einer Millisekunde ist er besonders für Gamer interessant, die Wert auf flüssige Bildwiedergabe und schnelle Reaktionszeiten legen. Die Verwendung eines VA-Panels sorgt für tiefe Schwarzwerte und einen hohen Kontrast, was in lebendigen und satten Farben resultiert. Mit einer Helligkeit von 250 Candela pro Quadratmeter und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3000:1 bietet der Monitor eine gute Darstellungsqualität. Die AMD FreeSync Premium Technologie trägt zu einem reibungslosen Spielerlebnis bei, indem sie Tearing und Ruckeln minimiert. Ein weiterer Vorteil dieses Modells ist ein flexibles Anschlussspektrum inklusive DisplayPort, was es zu einer vielseitigen Wahl für unterschiedliche Gaming-Setups macht. Ein möglicher Nachteil könnte jedoch der einfache Standfuß sein, der in Sachen Ergonomie und Verstellmöglichkeiten begrenzt sein könnte. Insgesamt bietet der Monitor ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine attraktive Wahl für Gamer, die ein zuverlässiges und leistungsfähiges Display suchen. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Asus TUF Gaming ist ein vielseitiger Gaming-Monitor, der mit seiner Bildschirmdiagonale von 23,8 Zoll und Full HD-Auflösung ein scharfes und klares Bild liefert. Eine der Hauptstärken dieses Monitors ist seine hohe Bildwiederholfrequenz von 180 Hz, die zusammen mit der schnellen Reaktionszeit von einer Millisekunde ein extrem flüssiges Spielerlebnis ermöglicht. Das IPS-Panel bietet weite Betrachtungswinkel und eine hervorragende Farbwiedergabe, was es zu einer guten Wahl für Gamer macht, die Wert auf lebendige und konsistente Farben legen. Mit 99% sRGB Farbraumabdeckung bietet der Monitor eine beeindruckende Farbgenauigkeit. Zudem verfügt der Monitor über die Asus Extreme Low Motion Blur (ELMB) Technologie, die Bewegungsunschärfe und Ghosting reduziert, was besonders bei schnellen Spielen nützlich ist. Ein weiterer Pluspunkt ist die Unterstützung von FreeSync Premium, die für eine variable Bildwiederholrate sorgt und Tearing verhindert. Der Monitor ist zudem mit mehreren Anschlüssen ausgestattet, darunter HDMI und DisplayPort, was eine flexible Konnektivität gewährleistet. Ein Nachteil könnte sein, dass der Monitor keine Höhenverstellung bietet, was die Ergonomie einschränken kann. Insgesamt ist der Asus VG249Q3A ein leistungsfähiger und preiswerter Monitor, der sich gut für Gaming und alltägliche Aufgaben eignet. Der ViewSonic Omni ist ein 24 Zoll Monitor, der sich durch sein IPS-Panel und eine Full HD-Auflösung auszeichnet. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer sehr schnellen Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden ist dieser Monitor besonders für Gamer geeignet, die Wert auf flüssige und reaktionsstarke Bildwiedergabe legen. Das schnelle IPS-Panel garantiert nicht nur eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel, sondern trägt auch dazu bei, dass Bewegungen auf dem Bildschirm klar und ohne störende Unschärfe dargestellt werden. Die Unterstützung von AMD FreeSync Premium und VESA Adaptive Sync sorgt für eine ruckelfreie Spielwiedergabe und verhindert Tearing. Ein weiterer Pluspunkt ist das ergonomische Design des Monitors, das eine Neigung, Schwenkung und Höhenverstellung ermöglicht, um eine optimale Betrachtungsposition zu erreichen. Der Monitor ist zudem mit mehreren Anschlüssen, darunter zwei HDMI 2.0 Anschlüsse und ein DisplayPort 1.4 ausgestattet, was eine flexible Konnektivität gewährleistet. Insgesamt bietet der ViewSonic Omni eine solide Leistung für Gamer und alltägliche Nutzer, die einen schnellen und zuverlässigen Monitor suchen.
Der Iyama G-Master Red Eagle ist ein 23,8 Zoll Gaming-Monitor, der eine Full-HD-Auflösung und eine hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz bietet, was ihn ideal für schnelles und reaktionsstarkes Gaming macht. Der Monitor nutzt Fast-IPS IGZO-Technologie, die nicht nur für lebendige Farben sorgt, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0,8 Millisekunden ermöglicht. Dies ist besonders wichtig für die Darstellung bewegter Bilder ohne Schlieren oder Verzögerung. Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Monitors ist die Unterstützung von FreeSync Premium, die für eine niedrige Eingangslatenz und eine flüssige Bildwiedergabe sorgt, indem sie Tearing oder Stuttering bei Verwendung einer AMD-Grafikkarte eliminiert. Der Monitor bietet verschiedene voreingestellte und benutzerdefinierte Gaming-Modi, einschließlich FPS und Strategie, die für verschiedene Spielarten optimiert sind. Zudem verfügt der Monitor über ergonomische Einstellmöglichkeiten wie Höhenverstellung, Neigung und Pivot-Funktion, die eine bequeme Sitzhaltung während langer Gaming-Sessions ermöglichen. Mit einer Helligkeit von 250 Candela pro Quadratmeter und einem statischen Kontrastverhältnis von 1100:1 liefert der Monitor klare und scharfe Bilder. Als Anschlüsse stehen HDMI und DisplayPort zur Verfügung sowie ein integrierter USB-Hub. Ein kleiner Nachteil könnte die relativ geringe Helligkeit sein, die in sehr hellen oder dunklen Räumen Einschränkungen mit sich bringen könnte. Als leidenschaftlicher Gamer weiß ich, wie wichtig ein guter Monitor ist. Dieses Modell mit seinem 27 Zoll IPS-Display bietet eine beeindruckende Full-HD-Auflösung, was für scharfe und klare Bilder sorgt. Was mir besonders gefällt, ist die ultraschnelle Reaktionszeit von nur einer Millisekunde MPRT, die in Kombination mit einer hohen Bildwiederholrate von 165 Hz ein extrem flüssiges Spielerlebnis ermöglicht. Die Unterstützung von FreeSync Premium und G-Sync-Kompatibilität sind weitere Pluspunkte, da sie Bildschirmruckeln und Tearing effektiv reduzieren. Beim Design fällt auf, dass der Monitor an drei Seiten rahmenlos ist, was ihn ideal für Multi-Monitor-Setups macht. Allerdings habe ich in Nutzerbewertungen gelesen, dass einige Anwender die integrierten Lautsprecher als nicht besonders leistungsstark empfinden. Dies könnte für Nutzer, die auf eine hohe Audioqualität Wert legen, ein Nachteil sein. Trotzdem bietet das Gerät insgesamt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Gamer, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Monitor sind. Dieser 27 Zoll Philips-Monitor, speziell für intensives Gaming konzipiert, hat mich mit seiner Full-HD-Auflösung und beeindruckenden Bildwiederholrate von 240 Hz beeindruckt. Die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden sorgt für ein reibungsloses Spielerlebnis ohne störende Verzögerung. Die VA-Panel-Technologie bietet dabei hervorragende Schwarzwerte und einen großen Betrachtungswinkel, was besonders bei dunklen Szenen im Spiel überzeugt. Eine Besonderheit ist das geschwungene Design mit einer Krümmung von 1500R, das ein immersives Erlebnis schafft und den Spieler quasi ins Geschehen hineinzieht. Auch wenn die Energieeffizienzklasse E vielleicht nicht die beste ist, kompensiert der Monitor dies mit Features wie HDR-Unterstützung, Adaptive Sync zur Vermeidung von Tearing und verschiedenen gaming-spezifischen Modi. Die Anschlussmöglichkeiten mit zwei HDMI 2.0 Eingängen und einem DisplayPort 1.4 sind für die meisten Gaming-Setups ausreichend. Die ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten wie Höhenverstellung, Schwenken und Neigen sind ein weiterer Pluspunkt. Allerdings könnte der Monitor für Nutzer, die Wert auf besonders hohe Auflösungen legen, etwas kurz kommen, da er nur Full HD bietet. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!